Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind jetzt wieder im alten Lager. Ist jetzt wieder ein paar Tage her, wo ich gespielt hatte. Ich habe jetzt die Steuerung wieder komplett vergessen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist solange ich damit nichts zu tun habe. Wie ging nochmal die Steuerung? Das muss ich jetzt nochmal schauen. Tastatur. So, Aktion, warte mal. Umsehen, Inventar, war Tab, okay. So. Aber das passiert mir nicht nochmal. Was hatten wir jetzt für Quest? Die habe ich hier auch noch aufgeschrieben. Ian für Diego suchen. An der Geschichte muss aber es ist jetzt dunkel machen. In der Nacht. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, nicht so viel machen. So, was haben wir noch? Sketty, Herausforderungen. Graham-Karten. Ich halte mich da lieber an. So, wir müssen ja ein Schatten werden und wir müssen ja besser werden. Wir könnten aber auch zu Fingers gehen. Fingers finden. Hm? Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Würde ich machen, einen Moment. Lager, Let von zwei Typen. Ja, würde ich machen, komm. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Wir machen halbe halbe, oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Nein, wir machen halbe halbe. Oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Okay, okay. Halbe halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Ja, bin dabei. Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Mhm. Was muss ich machen, wenn ich in dieses Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Ja, also vorlesen brauche ich die jetzt nicht mehr. Die wird er so oder so selber aussagen. Dann mach ich mal das hier. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Hm? Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Ah, okay. Gut, dann ich bin bereit. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. So, warte mal. Nee. Lieber noch nicht rausholen. Sonst sind die alle wieder bockig. So, dann gehen wir erstmal mit Grimm los. Ach, da hinten vom Lager. Okay. Ich hoffe, das überleben wir. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwing bestellen. Nee, ne? Autsch, nein. Versuch das nicht nochmal. Nein! Du arme Wurst, hast ja nicht mal Erz dabei. Ah.
Okay, dann Spiel laden. Scheiße. Hat der... Das ist Bloodwind. Von dem Idioten. Warte mal. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wie kann ich mit dem quatschen? Wie war das nochmal? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. War doch klar, dass das Ärger gibt. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ich freue mich da lieber. Lass uns. Ah, okay, mit. Und sein. Mit WASD funktioniert das auch. Nee. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Nee, dem vertraue ich nicht mehr. Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvoller... Einer von ihnen... Also, nee, kein Interesse. Such dir einen anderen. Kein Interesse. Such dir einen anderen. Mit der Einstellung kommst du hier nicht weit. Sag mir Bescheid, falls du dir es doch noch überlegen solltest. Jo, alles klar. Ende. Mit dem, dem vertraue ich nicht mehr. Aber wir suchen dann jetzt mal weiter Fingers. Wo war Fingers nochmal? Nee, noch. So. Ah, mit Steuerung war das, genau. Mit Steuerung hatte das alles funktioniert, okay. Ja, wie ist ne? Fingers war doch hier, oder nicht? Wenn du meinst. Man darf auch nicht alles glauben, was lieber über was. Hey! Raus hier! Was? Ja, ich geh doch, ich wollte mit die quatschen. Was nicht so heiß gegessen ist, gesagt. Wo geht's hier raus da? Du lernst schnell. Ich wollte doch nur mit dir quatschen, Fingers, ja? Nee. Wie springt man nochmal? Boah, die Steuerung. Ja, okay, was machen wir jetzt erstmal? Beziehungsweise wir können nochmal rausgehen. Und gucken, ob wir da nicht irgendwo irgendwas finden. Damit wir ein bisschen aufleveln können, ja? Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen. Dann müssen wir erstmal zum Schatten werden. Verlasst. Wenn du meinst. So. Ah! Okay. Automatisch speichern funktioniert hier auch. Beziehungsweise Quick Save. Immerhin funktioniert das. Schauen wir mal, wo wir vielleicht ein bisschen aufleveln können. Dann machen wir hier auch noch mal ein. Aus. Nein, nein. Ah, nein. Ah. Okay, Spiel laden. Ach ne, warte. Wo war jetzt der Quick Save? War er jetzt nicht hier? Ach nee. Alles umsonst. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Wenn du meinst. Okay, das Spiel muss ich noch richtig lernen. Wie das alles hier funktioniert. Obwohl, wir könnten auch mal hier ein bisschen gucken. Eine Map haben wir noch nicht. Aber dann würde ich hier vielleicht nochmal ein Safe Game machen. Muss ich das so machen? Da haben wir einen einzelnen Scavenger. Yo, nice. 50 Erfahrungspunkte. So. Was hat er alles? Nee. Wie? So. Okay, dann kann ich jetzt... Kann ich das jetzt essen?
Dann machen wir hier auch noch mal. Was ist jetzt los? Ah, ich wollte schon sagen. Wo habe ich jetzt aus Versehen gespeichert? Ist immer noch hier. Steinwurzel. Nehmen wir mit. Da unten haben wir auch noch ein bisschen was. Boah. Ich habe hier schon ein bisschen Panik, weil alles hier in der Lage ist, uns umzubringen. Und wir jetzt erstmal ein bisschen skillen müssen, damit wir überhaupt eine Chance gegen die anderen Gegner hier haben. Da ist noch ein Scavenger. Jo. So. Was haben wir da? Höllenpilz. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, spawnen die auch irgendwann wieder oder bleiben die jetzt hier tot? Also wir müssen jetzt auch erstmal, was ist das? Steinwurzel. Mana-Bonus brauchen wir nicht. Essen wir die hier wieder. Und da unten haben wir noch ein Lager. Aber da gehen wir noch nicht hin. Ich glaube, das überleben wir noch nicht. Und jetzt, wo es so dunkel ist, habe ich schon ein bisschen Panik, hier irgendwie rumzulaufen. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wo war jetzt nochmal? Mission und Notizen waren N. Ah, hier. Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Tutorus und Aufnahme als Lager. Allgemeine Infos. Händler im alten Lager, Lehrer im alten Lager. Erster Tag, Zeit 23.26 Uhr haben wir. So, was müssen wir... Oder egal, wir lassen das mal. Wir müssen erstmal die Skills drauf haben. Irgendwo müssen wir doch pennen können, oder? Oder zumindest unser Essen hier kochen, das wäre auch super. Kann ich hier zumindest kochen? Nee, auch nicht. Ich kann damit nichts machen. Gehen wir jetzt mal nicht direkt rein, ansonsten meckert er wieder. Und die meckern hier gerne. Ah, und hier ist die Arena. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das die Arena ist. Ah! Ah, nice! Kocht er das jetzt auch richtig? Habe ich jetzt gekochtes Fleisch? Ah, jo, haben wir. So. Dann den nächsten. Okay, gut, wir wissen jetzt, wo wir kochen können. Dauert halt ein bisschen, aber egal.
Haben wir noch irgendwas hierfür? Noch genug? Jo, dann haben wir jetzt alles. Okay, dann wissen wir jetzt, wo wir kochen können. Hey, du. Wer? Ich? Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Was will der jetzt? Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber okay. Neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Okay, hier gegenüber der Arena. Das hier wahrscheinlich. Hey, du! Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Hä? Oder das hier? Ne, hier haben wir auch Guy. Das hier wahrscheinlich. Hey, du! Die richtige Entscheidung. Hä? Nee, das hier auch nicht. Hallo, ich will nicht... So, komm. Ah, Steuerung. Welche ist jetzt frei? Der hier? Nee, da ist auch ein Schatten. Hä, das ist doch die Arena, oder nicht? Oder da hinten, da unten irgendwo. Der ist auch nicht frei. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Ach nee. Der schon wieder. Sei bitte so nett und zeig mir zumindest, welche Hütte meine ist, ja? Ah, hier ist schon... Okay, das ist die Arena. Nee. Hier bin ich auch falsch. Ich habe mich schon Alter. Richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Nee, Digga. Ich habe keinen Bock auf dich. Da kann der nicht einfach gehen? Hier haben wir wieder Kirgo. Hey, du! Verschwinde hier, kluges Kerl! Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Ich mag Mutt oder Matz, oder wie man ihn ausspricht, immer weniger. Alter, aber wo soll ich jetzt... Welches Zimmer soll jetzt frei sein? Das hier? Das hier, okay. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig, mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager. Richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Nee, bitte nicht. Du kriegst auch noch später von mir aufs Maul. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Digga. Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein, hm? Ja. Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. So. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen.
Digga, verpiss dich. Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein, hm? Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Nee, geh einfach. Geh. Verpiss dich. Willst einen Moment allein... Weißt du was? Alter, nee. Halt's Maul. Geh weg. Hey. Du hast da drin nichts verloren. Verschwinde. Oh, das war dein Zuhause? Okay, sorry. Das wollte ich nicht. Ich wusste jetzt nicht, wo ich pennen konnte. Aber ey, der eine da. Ach nee, der soll gehen. Kann ich nicht schneller gehen? Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei... Und wie? Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine nee, kann ich es nicht machen. Für was dich sagst will ich du? Das nicht machen, nein. Kein Interesse. Kein Interesse. Mit der Einstellung komm. So. Alter, nee. Manche halt. Matt. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. So. Wehe, der läuft mir immer noch hinterher. Wenn du meinst. So, wir gehen mal und schauen, ob wir vielleicht hier noch irgendwo was finden. Irgendwie ein bisschen vielleicht looten zum Verkaufen. Vielleicht irgendwie irgendwas zum Skillen. Keine Ahnung. Irgendetwas. Gegen die beiden traue ich mich noch nicht. Wir gehen dann mal noch mal kurz zurück. Vielleicht hat sich da irgendwas gerespawnt. Ist Matt weg? Matt ist weg. Da sind sogar drei von denen. Ich hoffe, da oben hat sich was gerespawnt. Beziehungsweise, ich will gerne wissen. Leere außerhalb der Lager. Der Bandit Rex bot an, mir viel über die... Ja, okay. Wo kann ich sehen, wie viel Erfahrungspunkte ich gesammelt habe bisher? So, warte mal. Umsehen First Person. Dann... Ach, das ist nur für Umsehen. Okay, schade. So, Spielerstatus ist B. So, Gilde keine, Stufe 0, Erfahrung 220, nächste Stufe ist ab 500, Lernpunkte 0. Mhm. So, Einhänder ungeübt. Schutz, nix. Spezialfähigkeiten, Schleichen, Akrobatik, nein. Schutz vor Waffen 0, vor Geschossen 0, vor Feuer 0, vor Magie 0. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Skills bekommen. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ich will jetzt wissen, ob da oben die Viecher, die Scavenger, sich wieder gerespawnt haben. Wäre so schön, wenn die jetzt wieder da wären. Dann könnten wir einmal am Tag dahin zurückgehen, um halt ein bisschen zu skillen. Aber haben die nicht. Bei dem gibt's auch nichts. Die spawnen irgendwie nicht zurück. Hier haben wir ja die eine Mine. Können wir da überhaupt rein? Ich würde da gerne in die Mine mal rein und ein bisschen gucken. Vielleicht können wir da auch Erz abbauen. Dann hätten wir ein bisschen was zumindest.
mit einem Bleipflanzen kann ich nichts machen. Egal, dann gehen wir mal hier runter. Nochmal kurz zurück. Und dann mal schauen, ob wir hier noch vielleicht irgendwie was vergessen haben, übersehen haben. Vielleicht können wir auch noch was verkaufen. Hier vielleicht. Ne, sieht bisher nicht so aus. Aber da vorne mit Sicherheit. Ich würde gerne mal was versuchen. Kann ich tauchen? Yo, ich kann tauchen. Okay. Schwimmen ist nicht gerade einfach. Aber warte, ich habe noch nicht genug Luft, aber egal. Okay, die Steuerung zum Schwimmen. Muss ich noch... Kann ich auch ihn... Ich hänge jetzt fest. Ich hänge hier fest. Scheiße. Warte, dann muss ich hier wahrscheinlich laden. Aber okay, wir können hier schwimmen. Wir können nur nicht so einfach wieder raus. Hier haben wir nochmal einen Kessel. Aber sonst gab es hier nichts, hä? Machen kann ich auch nichts. Autsch. Okay, da ist schon die Grenze. Jo, alles klar. Und sonst gab es hier gar nichts mehr. Okay, dann müssen wir wirklich uns da hinten umsehen. Und schauen, dass wir da es irgendwie hinkriegen. Toten haben hier nichts. Mit Fleischwanzen können wir momentan nichts machen. Warte mal, da geht es auch nur nach oben noch weiter. So, nee, ich wollte hier hochspringen. Hier ging nochmal mit dem Springen. Was war Springen nochmal? Springen, left alt. Ah, okay. Und hier haben wir noch eine Truhe. Das nehmen wir mal alles mit. So. Und da hinten haben wir auch noch ein bisschen was. Noch eine Spitzhacke und noch Fackel. Okay, ein bisschen haben wir doch noch was gefunden. So, die Steuerung muss ich mir aber definitiv noch gewöhnen. Nein! Nein! Okay, das haben wir überlebt. Dann haben wir ein bisschen was gefunden. Haben wir wieder auch ein bisschen was zu verkaufen. Wem konnten wir noch mal was verkaufen? Ah, wir können ja jetzt zu Fingers gehen, stimmt. Und mit dem quatschen. Da hatten wir ja noch was. So. Dann hier wieder runter.
Die beiden Scavengers holen wir uns auch noch früher oder später. War nicht besonders schlapp. So. Wie viele Lager gab es hier jetzt? Das alte Lager, das neue Lager. Und noch ein drittes, glaube ich, war das, oder? Da haben wir nur einen einzelnen Scavenger. Ui. So, machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Ich hoffe, die da hinten haben jetzt nicht auf mich abgesehen. Nice. Das haben wir überlebt. So, dann können wir das hier mal essen. So, und so. Was gibt's denn hier? Ah, noch mehr Waldbeeren. Davon haben wir noch ein Lager. Von irgendwas. Da traue ich mich aber noch nicht hin. Jo, erstmal runterfallen, genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Fingers. Und suchen den mal. Immer wieder die. Aber war es für dich? So, der müsste hier unten, glaube ich, sein. Ach nee, Matt. Geh weg. Das ist Fingers, ne? Ich will Schatten werden. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Okay, was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ja. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich. Okay, Schlösser öffnen, Stufe 2. Taschendiebstahl, Taschendiebstahl, Stufe 2. Ah, okay, der kann mir nicht viel beibringen. Wo finde ich Kavalon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Okay, Kavalon ist. Okay. Kavalon ist zwischen. Zwischen dem alten Lager und dem neuen.
zwar in einer Holzhütte. Okay, weiß ich Bescheid. Habe ich mir auch geschrieben, so. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Wie werde ich jetzt besser? Schleichen, Akrobatik, warte mal. Schlösser öffnen, ungeübt, 90% aber. Und Taschendiebstahl, ungeübt, 90%. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar. So, verpiss dich. Verpiss dich. Willst du einen Moment allein sein? Hm? Ich will die ganze Zeit weg von dir. Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Kann ich den nicht verprügeln? Warte mal. Ich will mal was riskieren. Was hast du mit der... Ein Kampf! Bin ich ihn jetzt los? Ist er jetzt weg? Ich habe nämlich keinen Bock auf den. Der quatscht mich die ganze Zeit voll, ey. Okay, ich glaube, den sind wir los. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und sehen zu, dass wir da irgendwie ein bisschen vorankommen. Egal, ob jetzt Kampf oder Schleichen, Taschendiebstahl, wie auch immer. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.